Im Westen waren die Normannen plündernde Piraten. Ein Anführer wurde sogar Lux Piratarum genannt. Es war daher durchaus schwierig für die Normannen-Anführer, in den Kreis der fränkischen Oberschicht aufgenommen zu werden. Die Anführer hatten lange nur den Grafen- bzw. Markgrafentitel inne. Erst ab 1006 gibt es für sie den Herzogstitel. Damit war das Herzogtum Normandie entstanden. Erst jetzt erfolgte, nach manchen Rückschlägen, die endgültige Christianisierung und damit Romanisierung. Auch die Zuwanderung aus Skandinavien ging nun zurück. Mit der Annahme der französischen Sprache gelang die Integration leichter. Zahlreiche gute Ehen folgten, auch über den Ärmelkanal hinweg nach England. So erfolgte rasch in diese Richtung eine Expansion. 1035 starb Herzog Robert auf einer Wallfahrt nach Jerusalem. 1033 strömten Pilger dorthin, da 1000 Jahre seit dem Tod Jesu Christi vergangen waren. Er hinterließ mit Wilhelm einen unmündigen und unehelichen Sohn, was ihm den Beinamen der Bastard einbrachte. Erst nach der Eroberung Englands 1066 wurde er der Eroberer genannt. Da auch mehrere Vormunde starben, war er rasch in einer prekären Situation. Erst mit 19 konnte er in einer Schlacht seine Nachfolge sichern. In der Folgezeit konnte er sein Herrschaftsgebiet in der Normandie noch erweitern und legte zahlreiche Burgen an. Adelige, die sich nicht unterordnen wollten, mussten das Land verlassen. Er förderte mit Klostergründungen die Kirche. Um 1050 heiratete Wilhelm Mathilde, die Tochter des Grafen von Flandern. 1051 besuchte er König Eduard, den Bekenner von England, dessen Mutter Normannin war. Als dieser kinderlos 1066 starb, erhob Wilhelm Ansprüche auf England, die in der Schlacht von Hastings gegen König Harald von Wessex durchsetzen konnte. Damit endet die angelsächsische Epoche Englands, die seit dem 5. Jahrhundert andauerte.